weiterer Abstieg. Das sind aber nicht die Räume, die ich meine, die ich kennen sollte. Natürlich. Durch die defekte Tür. Stase vorrichtig. Wow. Aber Chinese wäre nicht schlecht. Ach. Wo ist doch Stase? Habe ich. Ne, Chinese könnt ihr immer einsetzen, ne? Das braucht gar keine Aufladung. So. Sperre aktiviert, kann ich dich auch. Das geht ja nicht mehr. Jetzt kann er auch nicht mehr so viel machen. So einen Energieknoten verschwende ich hier jetzt noch nicht. Junge! Warum ist das hier? Aha. Stase hat zu lang gehalten. Okay, da komme ich nicht dran. Das war doof. Was mache ich denn hier, ey? Oder was soll ich denn hier machen? Das ist doch... Antrieb manuell zünden. Okay. Also versuche ich die ganze Zeit noch den Schiffsantrieb irgendwie zu klicken. Na. Die Arschkekse, ey. Echt. Kommt ran. Der ist irgendwie. So, was? Einfach vorne aufs Knöpfchen drücken. Der war doch nicht irgendwie. Oder war er nur. Hui! Waren das jetzt so komische Rahmenviecher? Ich weiß es gar nicht. Der sah so aus, als wollte er zum Sprint ansetzen. Ich ihm einfach mal Stase in die Fresse hauen. Sicher ist sicher. Ich mach's auch mal die Fliege hier. Da ist noch ein Knoten. Brauchen nur noch die passende Werkbank. Okay, der macht auch nichts. Interessant, wenn das so still ist. Aber das hört jetzt auch auf. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Bitte warten. Du kannst mich am Arsch lecken. Arsch lecken, Arsch lecken, Arsch lecken. Da kommt einer angedackelt. Bestätigen. Ja, dann auch noch. Das heißt, ich muss nochmal nach vorne.
Kommen jetzt immer weiter Viecher. Was ist das? Was ist das? Ah, Goldhalbleiter. Was ist das? Das brauche ich doch nicht, oder? Nee. So, der kann weg. Dann die Platine. Zündung aktivieren. Antriebe werden gezündet. Ja. Jetzt darf ich raus. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geostationär. Warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Ja, das sind natürlich 1000 Stücke, hört sich kacke an. Aber machen wir schon. Ja. Sind hier natürlich wieder überall Viecher. En masse. Oder gar keins. Na komm. Isaac, wo bist du? Ich bin's, Nicole. So, jetzt haben wir hier natürlich keine Werkbank. Aber einen dämlichen Mongo. Hau mal ab. Map hab ich hier, ne? Unter mir ist eine Werkbank. Käse, ey. Ich renne aber jetzt noch nicht runter, nur um die Werkbank zu machen. Werkbank zu benutzen. So, gibt's einen neuen Anzug. Ja, Ripper, bla bla. Anzug Level 2. Mehr gebe ich nicht. Dann Halbleiter Gold. Verkaufen. Ach, Stasepack kann auch weg. Vom Safe sind noch Medipacks. Ich brauche keine andere Waffe. Schwer genug, die eine zu verbessern. Hm? Kein fieser Erschrecker? Nur der eine doof? Gut, dann. Aufgabe erfüllt. Bombe. Kurskorrektur abgeschlossen. Jetzt fahren wir zur Brücke. Ja, speichern wir nochmal. Was war jetzt bevorstehende Vernichtung? Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal auf der Brücke. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. AA-System. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht.
Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Okay, der Marker. Weiß ich auch, die Marker sind nichts Gutes. Oh nein, nicht schon wieder so ein Ärmchen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hau mal ab. Schon wieder ein Schock. Jetzt kriege ich aber einen neuen Anzug. Bitte. Immer noch nichts. Das war arm. Hat ja nichts. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Mach mal. Cockpit des Captains, da sind wir doch schon. Was haben wir hier? Schema. Ah, Anzug Level 3. Anzug Level 3. Hole ich mir den jetzt noch? Kann ich bestimmt noch später machen. Jetzt habe ich ihn. Haben Sie mich erschreckt? Ich bin Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hört sich. Ja, ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos, da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brückensecurity. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Jo. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich hab da was gesehen, ich hab keine Ahnung, was es war. Hab es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Ja, wahrscheinlich das Ding mit den Ärmchen, wa? Scheiße! Zurück! Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt hab. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Ja. Plasmakarte ab die Party. Was soll denn das? Bin ich denn hier richtig? Ja, ich muss wieder hoch. Ist richtig. Und deswegen speichere ich jetzt erstmal. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit so viel speichere. Jetzt muss ich mich da rechts rum. Aber ich will zum Shop zurück. Bitte. Bitte, bitte. Einmal zum Shop. Optimal. Können wir nämlich direkt das Inventar vergrößern. 20.000. Gehen locker. Noch mal eine Ecke besser aus. So mehr sollte ich jetzt auch nicht. Ich könnte. Für 10 könnte ich noch einen Energieknoten kaufen. Just for fun. Das wäre natürlich am logischsten, wenn ich jetzt noch mal speichern würde, ne? Wir können sie nicht lange zurückhalten!
mein Kram. Aber wir können uns ja die Taschen voll machen. Wegschmeißen kann man immer noch. Ja. Komm. Los! Was ist das? Ich hab gelbe Punkte. Ich treff's nicht. Alter! Hat das Ding Bums. War das schon? Nein, das war nicht, das war nicht. Leck mich am Arsch. Na komm her. Der schießt ja. Ich hab kein Stasi mehr, Shit. Au. Das war doof. Ich nicht. Hä? Wo ist der hin? Da ist er. What the fuck? Aufgehoben. Okay. Ich müsste auf jeden Fall mal die Stase aufladen. Isaac, mach uns wieder ganz. Da ist Nicole. Und noch ein Knoten. Aufzugsteuerung. Atrium-Aufzüge sind jetzt online. Eine Werkbank. Aber jetzt können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was basteln. Und zwar Kapazität und Schaden. Und nochmal Schaden. Und nochmal Kapazität. So, und mit dem nächsten Knoten werden wir auf Max Schaden. Da müssten wir noch die Rig was verbessern. Oder die Trefferpunkte zumindest. Ich glaube, Chinese und so habe ich gar nicht verbessert. Da reingesteckt. Oh, was geht jetzt hier? Irgendeine böse Überraschung. Ja super, wohin muss ich denn? Hoch oder runter? Woanders hin? What? Hä? Okay, eine Etage runter. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden.